Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von der Jurassic World Evolution 2 Dominion Malta Kampagne. Und beim letzten Mal haben wir unser Vertrauen beim Schwarzmarkt deutlich erhöht und dadurch haben wir eine neue Karte freigeschaltet, wo wir jetzt auch hingehen sollen, nämlich San Egidius. Mal kurz in die Ansicht hier gehen, da kann ich euch die zeigen. Das ist eine griechische Insel und wir haben dort 12 Millionen zur Verfügung. Mal gucken, was da so abgeht. Also ich denke mal, das wird dann viel mit dem Schwarzmarkt zu tun haben. Ich bin da echt super gespannt drauf und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt dahin. Der perfekte Ort. Fernab von fremden Blicken. Ganz besonders von denen ihrer CIA-Freunde. Freunde? Ich hab keine Freunde. Das kann ich bestätigen. Autsch. Ich meine, damit hat sie zwar recht, aber dennoch... Autsch. Lassen wir Gefühle mal aus dem Spiel, ja? Was sind Ihre Pläne für die Insel, Finch? Also, zuallererst wird mein Team die bestehenden Anlagen wieder in Ordnung bringen. Dann wäre vielleicht ein kleiner Besuch an der Börse angebracht. Sie halten sich an unsere Abmachung, Mr. Finch. Wenn wir eine Vereinbarung treffen, ist sie entweder zu unserer beider Vorteil oder... Oder was? Oder es wird Probleme geben und die Saurier wären ihre geringsten. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Wir sollen jetzt hier erstmal einiges reparieren. Habe ich zu viel versprochen? Sie haben gar nichts versprochen. Dann habe ich mein Wort gehalten. Ich erwarte, dass Sie das auch tun. Enttäuschen Sie mich nicht. Beziehungen und Enttäuschung. Das kenne ich beides nicht. Ich hoffe, Sie können besser verwalten als lügen. Ja, das kann ich. Glaube ich zumindest. Aber ich muss eh noch für ein paar Reparaturen unterschreiben. Also kann ich leider nicht bleiben und weiter plaudern. Oh, so ein Jammer. Ich glaube, ich habe jetzt alles repariert. Ja, sehr schön. Klingt interessant. Also ich glaube, wir werden hier viel mit dem Schwarzmarkt zu tun haben. Aber die Insel ist echt cool, ne? Die mag ich richtig gerne. Endlich haben wir mal eine Karte, wo es wirklich eine komplette Insel ist. Und weit und breit nichts drumherum. Aufgrund ihrer Taten sind einige Börsenhändler jetzt bereit, mit ihnen Geschäfte zu machen. Besonders was Saurier-Eier angeht. Und ich vermute, das hat seinen Preis? Im Leben gibt es nichts geschenkt, Finch. Gerade Sie sollten das doch wissen. Habe ich schon lange bemerkt. Der neue Allosaurus, aber sonst steht da nichts zu. Bis auf die schlechte Verkäuferbewertung. Stimmt, die Eier muss man ja in die Brutstätte machen, ist ja logisch. Ich wollte gerade wie Dinosaurier klicken und das dann dahin liefern, aber das ist ja hier gar nicht so, wenn man Eier kauft. Man kann ja auch Genomdaten kaufen. Bericht erstatten? Dodson, Biosyn ist hier beteiligt? Biosyn ist an allem beteiligt. Glauben Sie, diese Kleinkrämer könnten sowas ohne Hilfe aufziehen? Ich habe natürlich alles im Blick. Biosyn weiß, dass effektive Dinosaurierforschung mehr als nur reine Wissenschaft ist. Es ist Information und Kunst. Und all das braucht Mittel, die ich glücklicherweise zur Verfügung stellen kann. Das könnte heikel werden. Für wen? Sie? Das Vertrauen von Sayona Santos habe ich mir größtenteils durch Bargeld verdient. Aber was Sie angeht, sollten Sie wissen, dass mein Interesse, Biosyns Interesse, nur Informationen gilt. Nichts weiter. Tja, wissen Sie, ich sollte nicht mal von der Insel wissen. Also, verkompliziert das die Dinge. Lassen Sie es mich vereinfachen. Wir müssen erworbene Eier ausbrüten und sie in Umlauf bringen. Und mit Umlauf meinen Sie sicher Gehege, ja? Oh, Cabot. Ach, so kompliziert ist das nicht. Okay, ich glaube tatsächlich, dass wir damit handeln müssen, ganz viel mit Dinosauriern, so wie das klingt. Also ich glaube nicht, dass wir hier großen Park bauen, sondern dass wir Dinosaurier ausbrüten und die dann teuer verkaufen. Klingt spannend, also nicht schlecht.
Deswegen sieht das Gehege hier wahrscheinlich auch so einfach viereckig und zweckmäßig aus. Wir schauen gleich mal, wenn die fertig sind. Der neue Allosaurus ist auch echt cool. Das ist das Wunder des Lebens. Diese ganze Geschichte mit den Sauriern. Darum geht es doch letztendlich, oder? Für Sie vielleicht. Für mich sind diese Tiere nur eine weitere Ware. Das ist sehr traurig. Für Sie. Diese Tiere, Soyona. Wie machen wir das denn jetzt? Lassen wir die jetzt hier drin? Ich glaube, ich bringe die in ein weiteres Gehege, was ich hier mal eben einzeichne. Dann machen wir hier noch ein Tor rein. Und ich frage mich ja jetzt, ob wir mit dem Jeep die rein theoretisch dort durchschicken können. Die ich ihnen beschaffe. Ja, schon. Aber jetzt brauche ich etwas anderes. Genome. Das ist machbar. Die Börse wird sie nach Wunsch bereitstellen. Okay, das klappt gar nicht. Nee, das geht nicht. Ah, das ist doof. Das heißt, wenn wir die hier hinlocken wollen, müssten wir eigentlich einfach einen Futterspender rein theoretisch machen, oder? Kommen die dann nicht hier rüber? Automatisch? Die werden ja wohl das Tor dann nehmen. Hoffe ich einfach mal. Ich weiß halt nicht, wie lange die jetzt in meiner Obhut bleiben. Keine Ahnung, ob es sich lohnt, jetzt großen Gehege dafür anzupassen. Ich werde es jetzt einfach erstmal tun, in der Hoffnung, dass die noch ein bisschen länger da sind. Aber erstmal gleich gucken, ob die überhaupt rübergehen, da wo ich sie haben möchte. Guck mal, der erste reizt, glaube ich, schon. Das ist gut. Wie findet ihr den neuen Allosaurus? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das ist, glaube ich, der aus dem Dominion-Film und von Battle at Big Rock. Nee, wie hieß das noch? Dieser Kurzfilm auf jeden Fall, oder diese Kurzstory da auf YouTube. Da war der, glaube ich, auch. Die beiden haben irgendwie noch nicht so richtig Lust. Wäre schön, wenn die auch rübergehen würden. Ja, Beute brauchen die noch und Wald. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall noch mehr Wald hin. So. Ich denke mal, der ist gleich glücklich. Der muss halt jetzt erst das Territorium ein bisschen erkunden. Dann sollte es eigentlich passen. Es geht schon hoch gerade. Ich hoffe, die anderen kommen gleich halt auch. In der Zeit machen wir jetzt aber mal eben das Atrociraptor-Genom. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Hier können wir Genome holen im Schwarzmarkt. Oh, der verkauft sogar 100% direkt. Aber richtig schlechte Bewertung. Was ist das denn? 17% nur. Ja gut, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Haben wir jetzt gekauft. Jetzt haben wir 100% Atrociraptor genommen. Das ist ja richtig cool. Kann man einfach so erwerben hier. Interessant. Das ist wichtig für meine Forschung. Drei Schritte trennen uns von einem neuen Genom. Synthetisieren, ausbrüten, freilassen. Die Natur brauchte Millionen Jahre. Wir schaffen es in Stunden. Die neue Evolution. Das ist Biosyn. Ja, wir brauchen mehr Wissenschaftler mit dem... wer ist das denn hier? Reagenzglas. Ich mach erstmal ein Personalzentrum, damit wir auch ein paar mehr Mitarbeiter einstellen können. Ich würde gerne tatsächlich den Atrociraptor-Squad machen. Das heißt, wir müssen jetzt viermal einzeln das Ganze ausbrüten. Und wir müssen ja auch noch Strom machen. Oh, das darf ich nicht vergessen. Muss ich eigentlich immer am Anfang machen, weil ich habe keine Lust auf Notstrom die ganze Zeit zu laufen. Das ist nicht cool. Das passt schon. Von hier aus gehen wir dann nochmal weiter.
glaube, wenn wir das hier hin platzieren an den Rand, ist schon alles abgedeckt. Dann passt das, glaube ich. Wie sieht's hier aus? Zwei sind rüber. Oh. Nee. Kriegen wir das noch dicht? Oh, Gott sei Dank. Ja, der andere muss halt hier noch rüber. Wir müssen präventiv handeln, nicht reaktiv. Wir dürfen diese Ziele nicht aus den Augen verlieren. Ich habe dir die Infos geschickt. Kaufe etwas von der Börse, Jorkum. Ja, der Alu muss jetzt hier halt nochmal rübergehen. Das ist irgendwie... Keine Ahnung, warum der hier noch rumbrennt. Ist halt doof. Aber kann man nicht ändern. Wir holen jetzt erstmal noch Mitarbeiter. Holen wir mal einen mit Wohlbefinden nochmal. Sind ja fast alle weg hier. Oha. Ruhig nochmal Genetik. Warum nicht? Wir können auch noch ein paar verbessern sogar. Aber wir fangen jetzt mal an. So. Ich hoffe, ich hatte jetzt den richtigen Skin ausgewählt. Ich glaube aber schon. Ja, Tiger haben wir. Dann nehmen wir einmal Geist. Ach, das passt schon wieder nicht. Ich passe es nicht. Das dauert ja ewig so. Oh, jetzt sind wir darüber. Das ist gut. Aber die anderen kommen jetzt auch gerade. Oh nein. Nein. Oh, komm. Das war doch jetzt ein schlechter Scherz, oder Leute? Da geht der eine rüber und der andere sneakt sich gerade noch raus. Ach, Mann, ey. Das wird halt jetzt auch ewig dauern mit den Atrociraptoren. Das liegt halt daran, dass ich alle vier haben will. Ich könnte jetzt auch einfach das hier machen. Boah. Die Gene sind halt ganz schlimm von denen. Aggressiv und intolerant. Uff. Ich hoffe, ich kann jetzt wenigstens noch einen zweiten ausbrüten. Ich will nämlich unbedingt den Raptor Squad haben. Den Atrociraptor Squad. Das Gute ist ja, für euch kann ich es rausschneiden, wenn es jetzt wirklich zu lange dauert. Oh, der Kollege rennt rüber. Oh, perfekt. Okay. Ich kann das hier schließen. Ich glaube, der hat endlich Hunger bekommen oder so. Ja. Seht ihr die auch mal bei Tag? Und da haben wir Nummer 1. Ziemlich cool, wie die Kamerafahrt so ist. Fängt so bei der Klaue an und dann so links, rechts. Sah schon nice aus. Und dann mit der Musik. Ah, Nummer 2, das wäre auch gleich frei. Wir müssen uns, glaube ich, beeilen, weil die werden sonst bestimmt unzufrieden sein. Ich denke mal, die werden auch sehr sozial sein, dass die dann halt auch viele Artgenossen brauchen. 4 Stück oder so. Können wir gleich mal gucken. Wir müssen uns ja allgemein noch ein bisschen darum kümmern, dass die jetzt hier auch überwacht werden, die Saurier. Machen wir da mal Ranger-Posten. Check jetzt aber mal kurz aus, was da abgeht. Bestand. Er ist jetzt gerade noch bei 1 und in der Mitte vom Roten. Das heißt, dass wenn er gleich auf 2 hochgeht, weil ich glaube, der hat das noch nicht gecheckt, dass sein Mate da ist. Dann könnte es sogar schon passen. Aber der braucht auf jeden Fall noch Beute, Wasser, Wald und. Aber ich mache jetzt erstmal nochmal die anderen beiden. So, die Eier brüten. Und dann kümmern wir uns mal ganz kurz darum, dass es denen gut geht. Und man sieht sogar hier links die blauen Zeichen, sehe ich gerade. Ist ja cool. Das heißt, man muss gar nicht mehr auf die Werte unbedingt gucken. Und dann einfach da gucken, wo es noch blau ist. Futter braucht der. Beute braucht der. Dürfte gleich auch da sein, sobald die gespawnt ist. Ja, jetzt ist es nicht mehr blau. Und Wald braucht er. Es ist halt super praktisch mit diesem neuen blauen Symbol. Jetzt fehlt ihm wieder Wasser.
Eigentlich nur, weil er da gerade rausgelaufen ist, oder? Der muss halt gerade nur ein bisschen erkunden. Bayraum hat da auch zu wenig. Ja, der muss halt ein bisschen erkunden noch. Geldmangel. Oh, Mist. Aber wir können hier einen Kredit aufnehmen. Oh, wie gut. Guthaben auf 750.000 festlegen. Ticketpreis 0,7 für 10 Minuten. Ja, machen wir das safe. 7,5 Millionen. Let's go. Da sehe ich mich. Wir brauchen die Kohle. War jetzt sogar gar nicht so schlecht. Oh, sogar sozial. Das ist gut. Und ausbrüten. Der andere ist auch gleich fertig. Wer ihn vertrieben hat, wie gemein. Und Nummer 3. Nummer 4 lassen wir auch noch frei. Kriegen wir da auch eine Animation? Ich hoffe. Nee, schade. Ich habe euch zu früh gedrückt. Weiß gar nicht, welchen ich am coolsten finde von denen. Das ist jetzt hier der rote. Das ist der Panther-Skin. Den finde ich ganz cool. Dann haben wir noch Tiger. Und den weißen, den Geist. Also Geist oder Kayla, Panther finde ich, glaube ich, am coolsten. Sie sind so eine Art Expertin, was Transport angeht. Schön, dass Sie es bemerken. Eins meiner besseren Talente. Und ich habe viele. Mhm. Zum Beispiel um Gefallen bitten? Mache ich das? Vielleicht kenne ich einfach nur sehr gut die Fähigkeiten anderer Leute. Zum Beispiel müssten Sie die nächste Phase dieser Insel überwachen. Und was genau beinhaltet das? Nun, wir haben einen Frachter, um die Saurier zwischen den Inseln zu bewegen. Das könnten Sie organisieren. Ich sehe, was ich tun kann. Sehe ich gar nicht einig vor. Mach jetzt nochmal neue und schick dann die weg. Ich habe mir jetzt so eine Mühe gemacht, alle 4 zu haben von dem Raptor Squad. Und jetzt soll ich die auf den Frachter schicken und verkaufen? Nee. Das sehe ich nicht ein. Wir sehen übrigens jetzt die Animation nochmal. Wenn da mehrere rauskommen. Und das sind jetzt auch andere Skins. Oh, da haben wir sie. Würde ich mal sagen, schicken wir den Heli los. Und dann kommen die 4 neuen direkt dorthin. Muss ich gucken, dass ich die richtigen nehme. Death Valley, okay, das ist der. Kann man gerade in dem Licht schlecht sehen. Also die 4 betäube ich jetzt und bringe dann schnell die 4 Stück zum Frachtschiff. So, und jetzt machen wir hier eine Mehrfachauswahl. Auswahl festlegen und zum Frachtschiff. Ich hoffe, das klappt jetzt. Müsste aber eigentlich. Oh, da werden sie abtransportiert. Und jetzt haben wir unseren Raptor Squad noch. Finde ich sehr gut. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht so an unsere Dinos hier gewöhnen. Ich glaube, es wird echt viel so mit Handeln zu tun haben auf der Mission. Oder bei der Mission. Wie die wegfliegen übers Meer. Tschüss. Leb wohl. Als ob das jetzt nur als einer gezählt hat. Was denn? Mich jetzt verarschen? Hey, hier sind 4 Atrociraptoren drin. Oh mein Gott. Sag jetzt nicht, das zählt nicht. Aber hat die Ziege gesnackt. Ich habe jetzt aber nicht die falschen darüber gemacht, oder? Tiger, Geist, Hunter und
Oh nein, ich muss wirklich die 4 dann machen. Oh, das ist ja eine Katastrophe. Och, Mann, oh. Ah, doof. Ich habe nämlich vorhin einen aus Versehen von den guten Skins rübergebracht. Und deshalb steht jetzt hier 1 von 4. Ah, gut. Vielleicht muss ich die auch gar nicht verkaufen. Aber ich bringe dann jetzt einfach alle dorthin. Ist halt, wie es ist. Dann mache ich die 4 jetzt auch noch schnell darüber. Ey, der trifft den gerade die ganze Zeit nicht. Was ist das denn? Der ist schon, keine Ahnung, gefühlt 20 Schüsse daneben geschossen. Das ist einfach Neo von Matrix. Okay, doch nicht. Na, jetzt hat er ihn betäubt. Oder auch nicht. Hä? Was zur Hölle passiert denn jetzt hier? Ob der noch nicht betäubt ist? Ich schieße auch daneben. Übung erfolgreich, was? Hä? Ist jetzt ein Bug? Ich kann den auch nicht transportieren. Oh mein Gott. Nicht im Ernst. Das passiert jetzt hier nicht wirklich, oder? Dass man den nicht betäuben kann? Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss mal im Speichern und neu laden, weil der hat jetzt schon so viele Schüsse abbekommen. Ach, Gott sei Dank, es hat geholfen. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt die auch noch rüberbringen. So, da fliegen sie wieder von unserer wunderschönen Insel. Diesmal mit ganz schneller Geschwindigkeit. Haben wir schon 2. Und die letzten 2 fliegen da jetzt auch noch. Dann sollte es auch klappen. Das Frachtschiff wartet auf seine Fracht. Und die kommt in Form von Sauriern. Laden wir sie auf. Okay. Also der will den Park auch verbessern. Das heißt, wir müssen ihn erstmal öffnen, oder? Ne, der Eingang. Das? Eingangsgebäude. Ne, der ist schon geöffnet. Okay, krass. Man sieht mal einfach keine Dinosaurier. Kann ich jetzt rein theoretisch wieder zum Frachtschiff gehen? Und die wiederholen? Das wäre auf jeden Fall ziemlich gut. Dann müssen wir versuchen. Sieht man da auch den Skin? Nee, sieht man nicht. Ja, woher weiß ich denn jetzt, welche die sind? Versuche jetzt einfach zu raten. Ich nehme mal die. Und dann holen wir uns die wieder. Werden wahrscheinlich jetzt die falschen sein, aber kann man nicht ändern. Versuchen natürlich jetzt hier auch die Sichtbarkeit deutlich zu verbessern. Das wäre ganz schön. Weil wir müssen auch hier jetzt auf 2 Sterne kommen. Ich bin gespannt, wie weit wir schon kommen mit diesen 2 Spezies, weil das sind eigentlich schon ziemlich krasse Saurier. Atrociraptor und Allosaurus. Oh, was jetzt denn? Alte Saurier am Frachtschiff. Oh. Okay. Mission fehlgeschlagen. Perfekt. Ja, so ein Mist. Aber wie ich sage, machen wir doch einfach neue Atrociraptoren, oder nicht? Ich habe jetzt halt es ein bisschen verwirrend gemacht, dass ich jetzt 4 Stück da habe im Frachtschiff. Macht es irgendwie nicht besser. Nur weil ich das System austricksen wollte. Aber gut, dann machen wir jetzt hier neue rein. Weil das Gehege ist ja schon perfekt. Da können wir gar nicht. Synthese, nicht genug Vertrauen. Oh, wir brauchen 40 Vertrauen, damit wir das machen können. Okay. Ist auch interessant. Also man lernt hier einiges dazu. Dann können wir aber eigentlich nochmal in den Schwarzmarkt gehen. Und nochmal... Oh, das ist auch gesperrt. Guck mal. Wir brauchen halt die 40 Vertrauen. Wir dürfen da nicht drunter gehen. Wie baue ich die denn jetzt wieder auf, die 40 Vertrauen? So ein Mist. Muss ich ja warten, bis ein Angebot kommt oder irgendwas? Oder kann ich hier was machen? Hat ein Burosaurus, Yango, Metriacanto, Hadrosauridae. Brauche halt irgendwas mit diesen roten, aber habe ich halt nicht. Warte jetzt einfach erstmal ein bisschen und
bereite mal hier den Park vor. Vielleicht kriege ich ja gleich so eine Aufgabe, wo ich das kriege. Es ist ja auch nur eins. Wir sind bei 39. Wir brauchen 40. Ach nee. Und auch noch das dazu. Wir haben ja nicht schon genug Stress. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal verbunden. Und da müssen wir auch noch eigentlich Strom machen, ne? Und so, dann haben wir das schon mal. Hier vorne, das sollte eigentlich ausreichen. Die Sichtbarkeit ist ja sogar schon auf 100%, perfekt. Haben wir die Aufgabe ja sogar automatisch direkt erfüllt. Aber wir müssen jetzt nochmal gucken, haben wir eine MVU schon? Nee. Das heißt, wir müssen noch eine paläomedizinische Anlage bauen. Die packe ich dann mal einfach hier hin. Warum nicht? Einigermaßen gerade, wenn ich es hinkriege. So, ist gut. Ah, doch hier brauchen wir gleich noch so ein Stromding. Aber ich glaube, das zählt hier sonst nicht. Machen wir das mal so. Sieht das jetzt auch mal ein bisschen schöner hier aus. Und dann können wir eigentlich schon mal gucken, ob wir... Ah, der heilt schon. Ich glaube, das ist gar nichts Schlimmes. Wir können halt nicht sehen, was er hat. Aber wenn das schon steht, heilt, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Die ersten Besucher müssten jetzt eigentlich auch mal langsam kommen, oder? Ja, da laufen sie schon rum. Weil jetzt habe ich ja mittlerweile Beobachtungsgalerien. Aber ist hier schon mal alles zu? Wir müssen halt jetzt noch warten. Wir können jetzt gerade keine neuen Dinos machen. Das ist echt unpraktisch. Aber wir können ja schon mal das hier verbessern. Noch eine Toilette hier mal hinmachen. So... Ein paar Besucherläden. Mir auch nie schaden. Essen. Ist ja so ein bisschen das Standardprozedere. Das kennt man ja schon jetzt mittlerweile. Trinken. Und auch ein Souvenirladen. Der wird da nicht mehr hinpassen, glaube ich. Nee. Der kommt dann einfach hier hin. Dann einen Schutzraum brauchen wir noch. Der kommt hier hin. Und auf jeden Fall auch eine Hotelanlage. Die baue ich, glaube ich, hier hin. Dürfte, glaube ich, auch gleich hier wieder nicht mit Strom versorgt sein. Muss hier, glaube ich, das Ding nochmal eben schnell austauschen. Mit einem Umspannwerk. Ja, dann sollte es passen soweit. Die Krankheit, können wir die schon angucken? Ah, wie Poxvirus, okay. Scheint ja doch gar nicht so unschlimm zu sein. Brauche ich auf jeden Fall ein Gegenmittel. Da haben wir das. Erforschen. Los geht's. Ich hätte tatsächlich auch gerne eine Tour hier. Können wir ja dann mal eher mit anfangen, damit es nicht wieder so blöd wird von der Tourplanung. Einfach erstmal durch diese beiden Gehege führen, so ein bisschen. Hier schön am Rand entlang. Wie viel Wald immer verschwindet, ist echt Wahnsinn. Blöde Tour. Macht immer alles kaputt. So, erstmal so durch die beiden Gehege, das passt. Oh, wir haben sogar Minuseinnahmen gerade. Das ist nicht gut. Wir haben auch nur noch 600.000. Oh, Mist. Hatten wir nicht gerade irgendwie 7,5 Millionen bekommen oder sowas? Na, der heilt schon automatisch. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir Geld reinkriegen, dann diese rote Bewertung wieder hochkriegen und natürlich hier diese Ziele erfüllen. Ganz wichtig. Erster ist geheilt. Oh, wie weit der schießt. Was? Hätte ich gedacht, der fährt näher ran, aber die hat ja voll früh geschossen.
Gute Schützin. Oder ist das ein Mann? Ich weiß es gar nicht. Hier ist eine Frau. Okay. Oh. ...54.000 verlieren wir. Ich habe gehofft, dass wir gerade so eine Mission kriegen, dass wir das verbessern können. Vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen weiterbauen, aber wir haben halt nicht viel Geld, weil man kann halt, wenn man Gebäude baut, diese Aktionen bekommen und da kann man halt das auch steigern. Ich wüsste sonst nicht, wie wir gerade das Rote hier steigern können. Das ist echt ein Problem. Als ob die so viel Minus machen. Die machen sogar mehr Minus dadurch, dass ich das verbessere. Wie kann das sein? Auch der macht Minus. Vielleicht müssen wir die nochmal deaktivieren, die Läden. Ich weiß es nicht. Alle richtig fett Minus. Oha. Das ist echt doof. Also ich könnte ja rein theoretisch jetzt auch auf eine andere Insel wechseln und dort das Problem irgendwie lösen, dass ich zumindest hier wieder das voll kriege. Aber das soll eigentlich so die letzte Variante und Lösung sein. Muss doch auch so zu schaffen sein. Einen Versuch mache ich hier noch. Ich kann ja leider hier nicht erkennen, welche die missionsrelevanten sind oder welche Atrociraptoren die mit dem Skin sind. Das sieht man hier leider gar nicht. Aber ich weiß ja, dass ich beim ersten Mal nur einen falschen dabei hatte. Ich nehme jetzt mal die ersten zwei raus und dann testen wir, ob die richtig sind. Oh, Ärger beim Zoll. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt hat uns das sogar geholfen. Das kriegen wir nämlich plus 8 hier wieder und dann sind wir wieder über 40. Oh, Gott sei Dank. Okay, wir können wieder handeln. Wir können jetzt auch wieder rein theoretisch hier was ausbrüten. Ich muss die jetzt echt mal eben deaktivieren, das ist zu heftig. Ja, Mission fehlgeschlagen. Ja, super. Also wenn das jetzt hochgeht, nee, es geht runter. Also dann scheint das Deaktivieren was zu bringen. Aber, Leute, jetzt wissen wir ja, wenn wir in das Frachtschiff gehen, dass bei den ersten zwei auf jeden Fall der Falsche dabei ist. Das heißt, wir nehmen jetzt die beiden. Die müssen ja richtig sein dann. Also ich das falsch. Und ich hoffe jetzt, dass wieder eine Zollaufgabe oder so kommt. Das wäre super. Aber das Glück haben wir leider nicht. Es war gerade richtig gut, dass wir das bekommen hatten. Aber das, die Ausgaben werden schon besser. Und jetzt sind wir im Plus. Okay. Das ist sehr, sehr viel wert. Und die beiden haben auch funktioniert. Okay, perfekt. Richtig gut. Frage ist jetzt, sind die glücklich zu zweit? Ja, sind sie. Müssen nur den Bereich mehr erkunden und so, dann passt das. Das heißt, wir könnten jetzt erstmal zwei Atrociraptoren hier halten. Ein bisschen. Ich würde natürlich gerne noch mehr haben, aber das ist halt wieder Risiko jetzt. Ich könnte ja speichern und dann ausprobieren, welcher es ist, aber... Nee, machen wir jetzt mal nicht. Ist egal. Ich habe mir das selber ein bisschen verbaut, aber es ist auch blöd vom Spiel gemacht, dass man das nicht genau sieht, welche die missionsrelevanten sind. Also das muss man halt auch sagen. Ich werde jetzt nochmal ausprobieren, wie es ist, wenn ich die aktiviere. Ob das dann gewinnbringend ist. Ja. Okay, das heißt, das sollte jetzt den Gewinn enorm steigern und auch die Bewertung. Hier wird es noch hinpassen. Das Ding brauchen wir sowieso nicht. Das Stromding. Kayla sagt, die Saurier. Ja, wir haben es geschafft. Alle an Bord. Das Schiff kann ablegen. Gut. Bisher bin ich sehr beeindruckt, Cabot. Aber sagen Sie, kann ich mich auf Sie verlassen? Wir haben eine Abmachung. Und zu der stehe ich. Ausgezeichnet. Aber enttäuschen Sie mein Vertrauen bloß nicht. Das würde ihn nicht bekommen. Entschuldigung, wie bitte? Erzielen Sie einfach Erfolge. Mit Enttäuschung kann ich schlecht umgehen. Ich habe nicht vor, Sie zu enttäuschen. Dann werden wir uns blendend verstehen. Aber denken Sie daran, ich kenne Sie nicht. Es reicht, dass Sie mein Geschäft kennen, Cabot. Okay, wir haben es geschafft. Limit erhöht, okay. Allerdings sind nicht alle Führungswechsel. So, jetzt sind wir wieder zurück zur ersten Insel, von Albertus. Interessant. Also, die Mission war jetzt echt nicht so schwer. Hätte ich da nicht so eine Faxen gemacht am Anfang? Ich habe es mir jetzt selber irgendwie ein bisschen verbaut. Aber ja, ist halt so. War ja trotzdem interessant. Also, ich fand die Mission echt cool, muss ich sagen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und morgen kommt dann die nächste Folge von San Albertus, von der Jurassic World Evolution 2 Malta-Kampagne. Lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.